Sonderthema hat in den vergangenen Tagen Vorarlberg erfasst. Es gab Berichte, dass eben ein Anschlag auf einen tschetschenischen Dissidenten vereitelt werden konnte von der Polizei. Konkret soll es da um einen Autobombenanschlag gegangen sein durch einen regierungstreuen Tschetschenen. Die Tschetschenen sind ja zuallermeist vor 15 Jahren in dieses Land gekommen und allerorts hört man Schwierigkeiten bei der Integration. Auch im Strafregister fallen sie überproportional auf. Was ist mit den Tschetschenen so schwierig? Naja, es gibt mehrere Gruppen, wo wir große Herausforderungen haben. Die Tschetschenen, Afghanen und andere Gruppen, das ist etwas, wo man nie verallgemeinen darf. Aber natürlich gibt es hier viele, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, wo die Gleichstellung von Mann und Frau oder der Umgang, wie wir ihn gewohnt sind in unserer zivilisierten Welt, leider Gottes keine Selbstverständlichkeit ist. Und wo teilweise nicht nur problematische Grundhaltungen, sondern auch Gewaltbereitschaft nach Österreich importiert wird. Und daher bleibe ich auch bei meiner Linie, dass ich gegen die unbeschränkte Aufnahme in Österreich bin, weil ich glaube, dass natürlich, wenn eine sehr hohe Zahl an Menschen aus Tschetschenien, Afghanistan oder anderen Ländern zu uns kommt, die teilweise sehr schlecht ausgebildet sind, wo es teilweise eine sehr andere, auch kulturelle Prägung gibt, das ist dann oftmals ein massives Integrationsproblem. Ich glaube, man sollte nie den Fehler machen, zu verallgemeinen und so zu tun, als wären alle gleich, nur weil sie aus einem Land kommen. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben bei den Tschetschenen, aber auch bei den Afghanen eine proportional sehr oft problematische Situation, eine höhere Zahl an Personen, die sich hier auch strafrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen. Und das stellt uns immer wieder auch vor massive Herausforderungen im Integrationsbereich, im Sicherheitsbereich und darüber hinaus.